Moin, ich bin Nils von SLS und heute wollen wir euch mal auf den aktuellen Stand bringen mit unserem 380SL-Projekt hier. Wir haben in der Zwischenzeit einiges gemacht, TÜV-Vorbereitungen. Wisst ihr ja, wir wollen mit dem Auto einen legalen Fahrzustand erreichen und das, was die Kamera nicht eingefangen hat, das zeigen wir jetzt. Das hier sind die alten Stabilager. Man kann sehen, dass wir die hier neu gemacht haben. Natürlich beide Seiten. Hier ist noch der Gummidämpfer. Und wenn man sich mal die Altteile hier anguckt, dann sieht man auch, das war zwingend notwendig. Wo wir jetzt schon mal auf dieser Seite sind, sieht man hier das Lager vom Lenkzwischenhebel. Auch das haben wir getauscht. Und dann haben wir noch die Lenkungskupplung getauscht. Das hier ist das Altteil. Und das neue Teil sieht man da oben ganz schön. Seitdem ist auch das Lenkspiel wieder in einem erträglichen Rahmen. Das war vorher eigentlich gar nicht mehr zu fahren. Und ich kann mal zeigen, wie sowas sein soll, wenn das nicht so kaputt ist wie dieses. So sieht ein Neuteil aus und da ist dann auch keine Bewegung drin. Das mit der Lenkung ist erwartungsgemäß. Die Lenkungskupplung hat vielleicht an der Lenkspindel 15 Grad Freiweg. Das entspricht hier vielleicht, auf einer Uhr wären das vielleicht 5 Minuten. Das ist labberig, aber war nicht anders zu erwarten. Bei einer unserer letzten Probefahrten gab es ein ziemlich hässliches Geräusch von der Hinterachse. Wir wussten zuerst nicht, was es war. Haben dann gesehen, die Koppelstange ist tatsächlich in zwei Teile zerfallen. Und die haben wir jetzt hier natürlich auch ersetzt. Was uns ebenfalls bei der Probefahrt aufgefallen ist, dass das Auto irgendwie einseitig gebremst hat. Wir konnten uns das auch noch nicht so ganz erklären. Beim Ausbau hat sich hinterher gezeigt, dass die Manschette eines Bremskolbens komplett verschlissen war. Und dementsprechend ist das, was einem hier jetzt so glänzend entgegenspringt, neue Bremssättel auf beiden Seiten natürlich, rechts und links gemacht. Und in dem Zuge auch gleich neue Bremsschläuche verbaut. Das haben wir jetzt allerdings nur vorne gemacht. Hier sieht man jetzt ganz gut die verschlissene Manschette. Da kommt auch der Bremskolben zum Vorschein. Das war zwingend notwendig, dass da was passiert. Im Zuge des Bremssatteltausches haben wir natürlich auch die Bremsflüssigkeit erneuert. Wir wollen ja mit unserem Auto die Hauptuntersuchung bestehen. Deswegen hat er auch neue Reifen gekriegt. Wir haben ja schon bereits festgestellt, dass unsere Heizung nicht so richtig funktioniert. Das heißt, sie macht warm oder warm und lässt sich nicht weiter regulieren. Dann haben wir mal ein bisschen näher geguckt und festgestellt, hier fehlt so einiges. Unter anderem so ein Temperatursensor. Den haben wir jetzt mal aus dem anderen Auto geklaut und wollten einfach mal versuchen, ob wir wenigstens die Funktion wiederhergestellt bekommen. So ganz hat das auch noch nicht funktioniert. Bei diesen Versuchen ist dann leider auch der Gebläsemotor ausgefallen. Kann das sein, dass das Gebläse jetzt nicht mehr geht? Nee, irgendwie macht der hier nichts mehr. Na, möglicherweise ist jetzt irgendwie die Sicherung geflogen oder so. Das wäre jetzt ja auch nicht überraschend bei dem Auto. Und den haben wir inzwischen auch wieder gangbar gemacht. Unser Auto hatte ja von Anfang an ein Problem mit dem Leerlauf. Der war viel zu hoch und das änderte sich auch nur ins Negative, wenn er warm gefahren war. Und wir haben uns da so nach und nach mal so rangetastet, weil Ursachen kann es ja viele haben. Das heißt, wir haben erst mal angefangen, die Gemischschraube ein bisschen zu drehen. Wir sind hier weit weg von irgendeinem regulären Wert. Der reagiert sehr sensibel. Im Uhrzeigersinn drehen müsste eigentlich fetter bedeuten. Und gegen den Uhrzeigersinn magerer. Und kriegten damit den Leerlauf so in Richtung 900 Umdrehungen. Immer noch zu viel für diesen Motor. Und dann haben wir weitergemacht. Wir haben nach Falschluft gesucht und haben in dem Zuge einige Schläuche getauscht. Zeige ich gleich nochmal. Das ist einmal dieser Schlauch und die beiden Schläuche hier rechts und links. Bei den Schläuchen konnte man hier sehen, bei den alten, an den Enden ist es ein bisschen aufgegangen. Kann auch schon eine Ursache gewesen sein. Zudem haben wir noch mal die Dichtringe an den Einspritzdüsen getauscht.
Aber so richtig viel besser ist es dann auch noch nicht geworden. Dann haben wir hier eine Brücke gesetzt. Das ist die Verbindung, die normalerweise vom Drosselklappenschalter zum Leerlaufsteuergerät geht. Und da wir hier keinen Drosselklappenschalter haben, simulieren wir jetzt einmal diese Nullstellung, die das eigentlich an das Steuergerät weitergeben soll. Als nächstes haben wir hier nochmal einen Wackelkontakt an dem Stecker vom Leerlaufsteller festgestellt. Das haben wir nochmal nachgelötet. Ja, und dann mit einmal ging gar nicht mehr so richtig was. Und in unserer Einkreisung haben wir dann das Leerlaufsteuergerät in Verdacht gehabt. Und das haben wir dann zur Diagnose eingeschickt. Und siehe da, das war defekt. Das haben wir jetzt reparieren lassen. War nicht ganz billig. Und jetzt haben wir eigentlich wieder einen sehr vernünftigen Leerlauf, der irgendwo bei 600 Umdrehungen liegt. Letzte Woche haben wir ja bei der Firma Hauben auf uns eine neue Frontscheibe einbauen lassen wegen Steinschlag. Und der Dimitri, der war so nett und hat uns auch gleich den Spiegel wieder richtig befestigt. Jetzt klappert der nicht mehr. Ja, einiges ist inzwischen passiert. Ein paar Sachen sind allerdings immer noch offen. Wir haben immer noch keine vernünftige Lambda-Regelung und auch noch keinen funktionierenden Cut. Der hier, der klödert ja wie verrückt. Und das hält uns aber trotzdem nicht davon ab, dass wir nächste Woche mal einen Versuch machen beim TÜV. Wir sind beim TÜV Hanse und sind mal gespannt, was die denn noch alles finden. Und entsprechend werden wir dann wohl diese Liste abarbeiten müssen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn! Ah, das ist auch. Oh, Stand 60, Ablenkung.